Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video, heute mal mit Bedwurst, was ganz anderem und zwar sehr verspätet, weil ich erkältet bin, eigentlich sogar ziemlich krank und deswegen kein Video aufnehmen konnte und weil ich eben heute unterwegs war mit Freunden, den ganzen Morgen und ich war auch gestern Abend eben dort und bla und blu und wie auch immer. Auf jeden Fall hier sehr verspätet eine Runde, es ist tatsächlich nicht der erste Aufnahmeversuch, also verzeiht es mir, wenn ich mich darüber aufrege, dass mein Ping wohl offensichtlich gerade oder dass ich vielleicht gerade sogar austime. Warten wir mal ab. Ja, genau. Und das glaube ich dir jetzt natürlich auch nach dieser Einlage, dass ich einen 43er Ping habe. Aber okay, den hatten wohl alle diesen Einbruch. Dann ist es okay. Zumindest nicht so schlimm, wenn alle sowas haben. Dann ist es ja irgendwie wieder fair. Wobei es natürlich auch nicht schön ist, wenn man sich an Varo 1 erinnert. Da war es auch nicht so vorteilhaft, dass es da eben. Joa. Achso, ja, wir spielen mit Simlot. Gar nicht gesehen. Also gesehen habe ich schon. Ich habe ja die ganze Zeit mit ihm gespielt. Aber wie gesagt, nicht so erfolgreich. Und deswegen jetzt hier hoffentlich der letzte Aufnahmeversuch, weil es ist schon stressig, so 4-5 Runden hintereinander aufzunehmen, wenn man eigentlich erkältet ist und eigentlich ins Bett sollte mit Fieber. Aber man trotzdem die täglichen Videos hochladen will. Naja, mal sehen. Hallo du. So. Alter Leute, jetzt habt ihr es mal. Leute, ja, geht doch. Und so. So, jetzt, die könnten eigentlich diesen Seitensprung machen, aber den haben sie wohl alle noch nicht gesehen. Doch, haben sie. So, jetzt sind wir an Land. Dann sind wir in Sicherheit. Hoffentlich. So, noch schnell nach oben ans Bettchen. Da ist der Herr Lord Unge. Oder wie heißt er? Ach, egal. Ist mir eigentlich echt egal, wie er heißt. Ich will ihn trotzdem töten. Dich vielleicht auch noch? Nee, da habe ich geleckt. Ich finde es schön, wenn man sehen könnte, wie viele Herzen derjenige noch hatte. Das ist nach wie vor was, was mir an Revi Insight gefällt, auch wenn es da den ganzen Chat voll spammt. Was natürlich auch nicht optimal gelöst ist dann. Aber an sich finde ich es wirklich sehr angenehm. Vielen Dank. Danke. Und dann, ja, wollen wir mal weiter. Hier, Spitzhacke, da fehlt uns noch ein Schwert. Und dann haben wir das gleich. Hoffentlich oder auch nicht, wenn Simlot gerade Eisen geholt hat. Warten wir kurz ab. Hallo Leute. So, wie viele Roten leben noch? Einer. Das ist okay. Damit kann ich leben. Damit war die Tour an sich recht erfolgreich. Aber es war vorhin so eine coole Runde. Die eine, die ich aufgenommen habe, da bin ich durch so einen übertrieben unrealistischen Knockback gestorben von einem Gegner. Aber das Coole an der Runde war einfach, wie ich ewig lang rumgerannt bin, um solche... okay, das war intelligent. Um eben das Bett von jemandem abzubauen. Und ich bin da wirklich die ganze Zeit nur gerannt und die haben mich nie gefunden. Alter, wie meine Maus gerade gelackt hat. So, wir gehen mal kurz zu Rot. Hüpf. Und hüpf. Gucken, ob wir verfolgt werden. Werden wir natürlich nicht. Natürlich alles super. Und dann holen wir uns schnell einen Bogen. Mit dem kommt man dann doch recht weit, muss man mal anmerken. Und wir holen uns noch ein etwas härteres Schwert. Um den Gegnern einfach ein bisschen mehr weh zu tun. Ja, was wollte ich noch erzählen? Mal gucken, wie es morgen aussieht mit einem Video. Wie gesagt, ich lade nach wie vor auf meinem Hauptkanal täglich Videos hoch. Das ist natürlich auch nicht unanstrengend. Vor allem, weil da jetzt ich im Zeitverzug bin, weil ich eben jetzt diese Erkältung habe. Und deswegen schlechtes Video aufnehmen kann für meinen Hauptkanal. Und ja, mal gucken, ob wir uns den holen können. Aber der haut ab, dann können wir uns erst recht holen. Auf Wiedersehen, Bro. Alter, Alter, das geht ab. Okay, erledigt ihr das mal kurz, Teammates. Danke. Und die Ender Chest wollte ich eigentlich gerade auch angucken. So, jetzt. Aber da ist nichts Besonderes drin. Dann gehen wir mal zu Gelb, würde ich sagen. Die sind zu dritt. Die sind alle nicht so hart equipped. Wollen wir mal kurz hin. Bauen wir uns mal schnell hoch. Das schafft er zeitig nämlich nicht mehr. Das kann ich ihm garantieren. Und wir bauen uns hier rüber.
hoffen mal, dass da nicht schon jemand steht und auf uns campt, aber nee, die sind alle unten. Also da sollte eigentlich nichts passieren können. So, 1, 2, 3. Essen ist auch noch etwas mit dabei. Und dann ist eigentlich das Wichtigste, das Bett abzumachen. Oh, nein. Nicht phasen. Nein, als ob. So ein schlechter Spieler und dann kriegt er mich auch noch. War doch die Phasen-Skin, oder? Erbärmlich. Besonders, weil ich das eigentlich schon so weit hatte. Ich hätte mir einfach eine bessere Spitzhacke kaufen sollen. Natürlich nicht dran gedacht, dass der Zimlut sich immerhin das Bett hoffentlich holen. Das sollte er hinkriegen. Wenn nicht, keine Grüße gehen raus an dich. Und schreib bitte auch keinen Kommentar, wenn du das nicht schaffst. Weil das sollte jetzt echt machbar sein. Das ist jetzt echt gute Vorarbeit gewesen. So. Er killt immer wieder dieselben. Jetzt könnte man eigentlich langsam mal das Bett abbauen. Ne? Aber dann würde man ja die Kills nicht bekommen, wenn ein Teammate dabei ist. So. Und jetzt habe ich was daraus gelernt. Und nehme meine bessere Spitzhacke mit. Und dann, ja, gucken wir mal, was sich so entwickelt. Ja, ob sich da was Ernsteres ist mit denen oder ob das nur so ein praktisch eine kurze Affäre ist oder ob das wirklich, wie gesagt, was Ernsteres werden könnte. So, jetzt würde ich nur gerne. Als ob er genau in dem Moment schießt. Und gleichzeitig noch das Bettgeräusch. Ja, ihr hört heute vielleicht die leichten Sounds. Ich kann nämlich immer noch nicht die kompletten Sounds aufnehmen. Und jetzt gucke ich gerade nach oben. Im echten Leben. Und was sehe ich? Den Mond. Das ist natürlich schön. Also das sagt euch schon, wie dunkel es ist. Es ist pechschwarz draußen. Und ich schade eigentlich, weil ich heute an so einem Fest am See gewesen. Wurde jetzt nichts draus, weil ich eben Fieber habe. Ist natürlich nicht so cool, ne? Kann man sich vielleicht vorstellen. Vor allem verstehe ich nicht mal genau, warum. Weil es eigentlich relativ warm ist draußen. Ja, vielleicht geht es gerade irgendwie rum, keine Ahnung. Wenn ihr das auch habt, schreibt es mir mal in die Kommentare. Und ja, jetzt sollte das dann langsam mal zu Ende sein. Er hat immerhin das Bett abgebaut, habe ich ja gesagt, kriegt er hin. Also gehen Grüße raus an dich. Und Blau kriegt ja jedes Mal relativ viel Fall Damage, ne? Bevor die hier irgendwie was machen können. Alter, was ist dem sein Problem? Der hat einen 13er, oder? Wow. So, jetzt holen wir ihn uns hoffentlich. Ja, easy. Aber er hat eigentlich ganz gut Damage gemacht dafür, dass er allein war, ne? Muss man jetzt auch mal kurz anmerken. Ach, als ob der jetzt auch noch kommen will. Ihr seid doch echt hobbylose Idioten. Alter! Okay, das war eine ziemlich unnötige Beleidigung an dieser Stelle. Kinder, macht das nicht zu Hause nach. Haben hier Besuch von Blau gleich. Damit er das mal weiß. Und endlich herkommt. Weil auf die Hilfe ist man angewiesen. Wenn da zwei kommen mit so harten Bögen und so. Dann ist es nicht schlecht, wenn man einen Teammate hat, der auch einen Bogen hat, der dann kommt und hilft, und statt irgendwo anders zu sein. Und ja, dann machen wir mal kurz, machen wir schon eine Spitzhacke. Ach ja, komm, machen wir auch noch schnell. Diesmal aber halt nur die schlechte. So. Und dann ist der Blaue da vielleicht immer noch drin. Aber es ist ja auch echt, also solche Spieler sind mir die Liebsten, die sich gleich die guten Bögen holen. Das machen die eigentlich auch nur wegen fehlendem Skill, meistens, weil sie das eben ausgleichen müssen dann damit, ne? Das ist wie mit den goldenen Uhren und so, damit muss man ausgleichen, was einem sonst irgendwo fehlt. Und da ist Zimlut hoffentlich unser Retter in der Not, solange der Blaue nichts sieht. So, ich lenke ihn ein bisschen ab. Tschüss, Blau. GG. Das hast du auf jeden Fall sehr gut gemacht. Und heute ist Samstag und trotzdem fahren hier wieder Rennwagen auf der Autobahn. Ist immer ganz cool hier bei mir. Treffen die sich zu bestimmten Zeit. Alter, ist mein Ping so schlecht, dass ich das Gold nicht mehr einsammle. Ja, und dann treffen die sich immer zu einer bestimmten Zeit und machen Rennen auf der Autobahn. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Andere Leute finden es sicherlich unnötig. Ich mag sowas. Ich mag schnelle Autos und so weiter und so fort. Und Gelb hat sich natürlich ganz nach oben gebaut. Das ist natürlich großartig. 18 Gold, das ist schön. GG. Vielleicht kann er uns ja ein bisschen was geben.
Ender Chest und gibst mir was? Fragezeichen. Weil sonst mache ich mir jetzt einen Bogen oder sonst mache ich mir eine Ender Chest. So, wir warten kurz eine Antwort ab. Und dann machen wir. Ach komm, wir machen uns einfach einen Bogen. Haben dabei viel. Egal. Ist jetzt echt egal. Egal. Und dann gehen wir danach mal hoch zu Gelb. Ah, das ist jetzt ja schon unnötig. Eigentlich bin ich ja da dem ähnlichen Ansatz eigentlich ja treu. Ich würde auch niemals aufgeben und halt immer versuchen. Ach, ihr seid doch dumm. Ihr seid doch wirklich... Was seid ihr für Spieler? Immer dieses Aufeinander warten und so, als wären sie zwei, als wären sie so ein Paar. Also, ey, richtig nervig. Wahrscheinlich skypen sie. Aber auch dieses, also ich habe ja genau gesehen, dass der eine eben für mich von vorne angegriffen hat und der andere dann von hinten. Das ist ja was man normalerweise ja, eher selten macht, weil das abzusprechen ist ja schon schwer in Minecraft über den Chat. Okay, jetzt haben wir keine Brustplatte, egal. Lieber ein Dreier-Schwert, dann können wir mehr Damage raushauen. Achso, Blöcke haben wir schon, Spitzhacke haben wir auch schon. Wir brauchen eigentlich nur noch Essen und Lederrüstung. Und dann, ja, was gibt's denn Neues in Varo? Neues in Varo gibt es nicht viel. Tim hat 3 Leute gekillt. Der letzte Kampf war tatsächlich sehr amüsant anzuschauen. Also, wer mal vielleicht ein bisschen was zu lachen haben will, sollte sich das vielleicht anschauen. Ist sehr witzig gewesen. War echt cool. Und ich glaube, er hat nur 1,5 Herzen insgesamt verloren. Gut, Simnut hat ihn, das ist schön. Simnut dürfte jetzt aber auch etwas härteres Equip haben. Ja, er spielt heute gut. Ich spiele heute leider nicht so gut. Aber ich bin, wie gesagt, auch mit Fieber hier und habe eigentlich Kopfschmerzen, mir schwindelig. Eigentlich dumm genug, dass ich überhaupt Videos aufnehme. Aber okay, was tut man nicht alles für YouTube? Oh, und die Pfeile hat er gefressen. Jetzt könnte man eigentlich sogar raus. Oder ist da oben noch irgendwo einer? Nee, da war wahrscheinlich nur ein Block. Auf einem Block von einem Block. So, und ich würde sagen, wir gehen da direkt hin. Ja, natürlich warpt er sich gerade heim. Das ist natürlich unvorteilhaft. Vielleicht schaffen wir das zeitig, hinten rumzugehen und uns zu denen ihr Bett hochzubauen. Offensichtlich schaffen wir das. Mal sehen, ob wir es wirklich schaffen. Und los, und los, und los, und los. Ach komm, ihr seid doch Idioten. Oh oh, nein. Ach komm, die sind echt, als wären sie, als hätten sie die gleiche Gehirnhälfte. Das ist nicht mehr normal. Und es ist immer derselbe, der mich tötet. Okay, sie haben ihr Bett aber schlecht eingebaut. Also mit einer Eisenspitzhacke wäre das so klick-klick gewesen. Ich hoffe, er ist, ja, er hat immerhin einen geholt oder zumindest ist er gestorben. Ich weiß nicht, ob Simnut überhaupt mit mir mit ist. Ich hoffe es einfach mal. Er gibt immer Sinn. Ich finde in Bad Wars, klar kann man immer wieder zur Mitte und Gold holen und dann den Gegner so OP recken. Aber ich bin da einfach kein Fan mehr von. Ich finde, das muss schnell gehen. Zack, hier, auf die Fräse, hier. Mit Skill töten und nicht mit Equip-Vorteil. Man sieht ja heute, wie das bei mir klappt. Ne? Ich glaube, die Folge ist echt richtig lang. Es wird sogar noch schwer, die heute hochzuladen. Und nein, Simnut ist da nicht hin. Schade. Aber immerhin ist einer von den Blauen gestorben. Ist ja eigentlich auch cool, weil, naja, der ist ja ziemlich stark doch. Dann probieren wir es einfach nochmal. So. Ja, okay, aber dann ist gleich mit seinem... Mal gucken, ob es ein 13er ist. Ja, okay, dann gucken wir das halt nicht, sondern versuchen es anders. So. So. So, jetzt können wir eigentlich oben rumgehen. Oh, scheiße. Okay, vielleicht auch noch nicht. Jetzt können wir oben rumgehen. Hoffentlich klappt das dieses Mal. Komm schon, komm schon. Oh, scheiße, wie ich gerade zusammengezuckt bin, wie so ein Spast, ey.
Oh Mann, ich will mich nicht andauernd neu equippen, weil ihr das jedes Mal sehen müsst. Aber ich bin auch kein so wahnsinniger Freund von gecutteten Let's Plays, außer bei Logo, einer meiner. Ich mag den echt bei Let's Playern. Aber ich finde es so unnötig, wie er jedes Mal in den Kommentaren bekommt: Oh, du bist so geldgeil. Kein YouTuber ist in dieser Abo-Größe geldgeil. Es ist einfach lächerlich, sowas zu sagen. Das sind ja meistens kleine Kinder, die keine Ahnung haben von YouTube. Wie viel man da verdient, was echt nicht viel ist, wenn man bedenkt, was man dafür tut, also wie wahnsinnig viel Content man eigentlich pusht, wie viel Google damit verdient, ist jetzt ernsthaft wieder. Ach Leute, bleibt einfach mal dran. Was ist denn los mit euch? Ja, so einem Let's Player zu unterwerfen, er sei geldgeil, ist bei sowas echt sinnlos. Und ja, bin ich kein Freund von. Und jetzt will ich endlich mal blau recken, weil die regen mich jetzt echt auf. Richtig unnötige Leute, auf jeden Fall. So, letzter Versuch. Danke. So. Vielleicht haben sie es ja gar nicht gesehen. Sie haben es gesehen. Schade. Ich frage mich ja, wie sie mich treffen können. Der andere hat sich, glaube ich, gerade so eine Stärke sogar reingepfiffen oder das war unten Simlot. Natürlich auch sein. Die machen halt Nägel mit Köpfen gerade. Und jetzt hat sich der Blaue natürlich an die einzig kluge Position hingestellt, um zu verhindern, dass ich sie hole. Ist natürlich schön für ihn, aber weniger schön für dieses Video, weil es sich dann nur unnötig länger zieht. Oh, okay. Da ändert sich gerade das Schicksal ein bisschen. Gut, jetzt holen wir uns vielleicht noch das Bett. Das wäre ja schön. Komm schon, genau jetzt. Und es ist endlich verschwunden. Und das war's auch schon. Kein Kill oder vielleicht ein, doch ein. GG, dann war das das von der heutigen Runde. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, auch wenn sie lang war und ich eben krank. Und vielleicht gerade deswegen ein Däumchen nach oben für den kranken Kilian. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.